Willkommen zurück zu Warcraft 3. Wir sind hier wieder unterwegs mit Thrall und sind immer noch auf der Suche nach dem Orakel. Und ja, deswegen sind wir halt hier in die Höhle gegangen, haben uns jetzt hier mit Kern aufgeteilt. Ja, wir haben uns von ihm getrennt und er ist quasi einen anderen Weg lang gegangen. Dazu kommen wir dann halt später auch nochmal, wenn es halt irgendwann dazu kommen mag. Keine Ahnung. Mal gucken. Ja? Erstmal irgendwie überleben und dann weitersehen. Ja, und dann gucken, wo ist das Orakel? Und warum ist es noch nicht hier? Und wer ist eigentlich Paul? Und so weiter. Aber das wird schon. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Machen wir das Beste draus. So. Schön, dass die hier alle Kampfrausch haben. Kommt, glaube ich, vom Schaman hier. Genau, der macht das hier. Der macht Blutlust immer mal wieder so zwischendurch, wenn er Mana hat. Das finde ich super. Kann man machen. Ja. Muss man nicht, aber kann man. Da haben wir einen Mantel der Intelligenz, den würde ich eigentlich gerne einsammeln. Für Doomhammer. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Was lege ich denn dafür ab? Intelligenz plus 2. Kommt das weg? Nehme ich das andere mit? Ja. Ich glaube, das ist okay. Nicht, dass der Reif des Adels noch irgendwas anderes hatte, was ich jetzt mal eben schnell überlesen habe. Das kann natürlich sein. Das will ich gar nicht außer Acht lassen. So langsam werden aber meine Orks hier ein bisschen dezimiert, ne? Nur so ein bisschen. So. Die Frage ist halt jetzt, wohin? Ja. Gut, wir haben nur einen Weg, ne? Aber trotzdem, wohin? Für die Ehre. Ja. Ja, so schnell können Skelette auseinanderfallen. So. Und nu? Ja. Ach du Scheiße, was kommt da an? Alle Totenwächter hier. Auch das kriegen wir hin. Hoffe ich. Wenn jetzt nicht alle auseinanderfallen. Weil. Nein. Das sieht jetzt ein bisschen schlecht aus. Aber nur so ein bisschen. Könnte natürlich jetzt noch Geistwölfe holen. Mach ich auch. Ich brauch sie. So. Hat er auch noch meine gefallenen Kameraden hier beschworen. Ich glaube, es hackt. Ja, war klar. Das war klar. Für die Ehre. Problem ist, dass ich jetzt auch nicht mehr so viel Leben habe. Ich meine, wir regenerieren mit der Zeit, aber trotzdem. So sieht's auch aus. So. Lass mir aus der Reichweite des anderen hier gehen. Ne. Was du nicht sagst. Hier erledigt mal die Skelette hier so ein bisschen. Die sind wahrscheinlich eh nicht mehr lange da, aber in der Zeit können ja wenigstens ein bisschen was machen. Außer sie wollen nicht. Ja, das war's. Aber die können wir halt immer vorausschicken und mal gucken, was ist denn da? Was können wir denn da machen und so, weißt du? Wenn wir schon eh keine Verbündeten mehr haben. Die sind da jetzt aber schnell gestorben an dem großen Vieh, ne? Da haben wir auch nichts wirklich Tolles drin. Auch so ein paar Ratten. Aber die haben wir auf jeden Fall. Ein großer Mana-Trank. Nehmen wir mal ganz kurz mit. Damit wir den benutzen. So. Und ein großer Heiltrank nehmen wir auch kurz mit. Und benutzen den. So. Dann gehen wir ein paar Schrittchen voran. Die machen das hier schon. Haben wir so gedenkt. Ob das wirklich klappt, ist so eine andere Geschichte.
Sieht eigentlich ganz gut aus. Okay. Dann haben sie hier auch nochmal so einen großen Wächter. Ich glaube, es hackt. Das wird nicht gut ausgehen. Also weiter. Nicht mit nur einem einzelnen Swall. So. Herr Bim habe ich eigentlich auch reingecastet, kam aber nicht durch anscheinend. Das hatte keine Auswirkung, ich habe keine Ahnung. Der Große hier macht mir viel zu viel Schaden. Gut, die anderen beiden sind weg. Ob das hier jetzt noch so hinhaut, ich weiß ja nicht. Nee, besser nicht. Tschüss. Ja. Für die Ehre. Wir brauchen 120 Mana für so ein Dingens. Für so einen Kettenblitz. Der regeneriert halt natürlich auch. Eigentlich müsste ich wahrscheinlich einfach neu starten oder so. Ich weiß auch nicht. Auf ihm, dann klappt das schon, hoffe ich. Bilde ich mir ein. Ja, okay. Das haben wir. Ach du Scheiße. So ein Ding, so ein Skelettlord mit erstmal 1000 Lebenspunkten. Ja, lecker, Schmecker. Also weiter. Oh Gott. Wieso kann ich ihn nicht skillen? Achso, weil ich nur wahrscheinlich das Dingens machen könnte, ne? Tür zum Schatzraum ist verschlossen. Das ist ja bedauerlich. Was haben wir denn hier? Den Blutschlüssel. Oh, Kacke. Für die Ehre. Na, das kann er heiter werden. Ich glaube echt, ich sollte neu laden. Geht vielleicht dann schneller. Laden, Gedöns. Also, wenn ich jetzt immer wieder warten muss bis, ne, und so, kann ich gut gehen. Ihr braucht meine Hilfe? Kann hier irgendwer heilen, der kann einen Heilschutzzauber aufstellen. Die Geister sind da kriegen wir schon irgendwie hin. Niemand wird überleben. Irgendwie und irgendwann. Wir dürfen halt nur nicht wieder so viel sterben hier. So. Einmal hier so ein Heilschutzzauber bitte. Das ist eine gute Wahl, Mann. Einfach mal ein bisschen hier auftanken. Und dann mal gucken. Wird schon. Hoffe ich. Bilde ich mir ein. Jo. Wir könnten auch noch Sachen einschnüren. Das wäre natürlich auch ganz praktisch. Gerade halt, wenn es um den großen Grabwächter da geht oder so. Ja, was der aber auch für einen Schaden kriegt, ne? Ja, kacke. Einer weg. Der bekommt so viel Schaden. Richtig unschön. Also so richtig, richtig unschön. Niemand wird überleben. Ja. Für die Ehre. Hätte ich vielleicht das hier zwischendurch anwenden sollen. Ja, der nächste weg. Ne, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Nochmal, nochmal. Nochmal, nochmal. Okay. Ja. Für die Ehre. Also einmal hier den hier. Gut, hätte besser sein können. Ist es aber nicht. Eure Zeit ist gekommen.
So. Dabu. Lockner rasch. Ich bin der Kriegshäuptling. Gehst du voran? Wenn du durchkommen würdest. Warte mal, mach mal hier eine Gruppe von 1. Ja. Dabu. Eure Zeit ist gekommen. Also weiter. Ja, so sieht das schon mal ein bisschen besser aus. Ich bin der Kriegshäuptling. Ach, nur so ein bisschen. Okay. Vielleicht können wir mit den Wölfen hier nochmal irgendwie was reißen. Für die Ehre. Aber weil die Wölfe können ja ruhig Schaden kriegen, das ist ja nicht so wild. Das Inventar ist voll. Ach ja. Ah, das erhöht Kraft, Beweglichkeit und Intelligenz. Okay. Ja, komm, dann mach ein Kraft weg. Nimm lieber 3 Intelligenz. Ja. Ich glaube, das ist okay. Dabu. Können wir ja bis hierhin schon mal speichern, weil wir alle irgendwie am Leben gehalten haben. Für die Ehre. Lockner rasch. So. Ja, Kacke. Ihr könnt mich doch mal. So wird das nix. Kann das doch nix werden. Kriegen wir auch noch besser hin. Dabu. Für die Hoffe ich. Eure Zeit ist gekommen. Alter, wo ist denn hier der Dingens hier, der ja, hier so viel Schaden kriegt? So. Also weiter. Oh, gerade so irgendwie geschafft. Unverzüglich. Und dann erstmal hochheilen. So viel Zeit muss sein. Und dann gehen wir rüber zum. Ja, zu diesem großen Grabwächter da. Hält aber auch nicht mehr so lange, ne? Schade. Und dabei ist er hier gerade mal etwas mehr als die Hälfte geheilt. Naja, muss halt irgendwie reichen, ne? Irgendwie. Speichern. Wir brauchen unser Team. Kriegshäuptling. Ist so. Dabu. Für die Ehre. Wir können hier in den Kisten vielleicht auch mal gucken, ob wir da irgendwie was Tolles finden. Aber nix. Oh, ein Gespenst und eine Rolle der Heilung sehe ich da. Den nehme ich doch grundsätzlich gerne mit. Und einen großen Mana-Trank. Das Inventar ist voll. Ja. Ja. Gut. Für die Ehre. Ich meine, es bleibt ja hier liegen, es despawnt ja nicht. Kein Problem. Gehen wir mal zuerst hier lang, wollte ich sagen. Kacke. Kostet meinen Stab. Nicht gut, nicht gut. Ja, einfach mal ein bisschen gegenheilen hier, wenn ich kann. Wir haben mehr Überlebende als vorhin. Ob das jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Aber wir haben mehr Überlebende. Ja. Es kann helfen. Dabu. Ja. Dabu.
Jognarasch. So.